Hallo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch einen wunderschönen Ort, der heißt Playa San Juan. Falls ihr nicht hier wart, müsst ihr unbedingt vorbeikommen und ich zeige euch mal jetzt ein bisschen die Schönheiten von dem Ort. Also, machen wir uns auf den Weg. So, hier stehen wir an der wunderschönen Promenade. Das ist hier jetzt noch die Wohngegend. Hier seht ihr die ganzen Wohnhäuser mit den tollen Gärten. Hier ist ein Outdoor-Trainingsplatz. Ist das nicht schön mit dem Ausblick, jeden Morgen zu trainieren? Also wer da nicht motiviert ist, dem kann man echt nicht mehr weiterhelfen. Dann geht's hier entlang zum Stadtkern oder wie man das nennen kann, mit den Geschäften, Restaurants. Und die ganze Promenade drüben wurde übrigens letztes Jahr eine ganz große Renovierung gemacht. Auch hier muss ich euch mal zeigen. Sieht man das eigentlich von hier oben, wie schön klar das Wasser hier ist? Das ist wirklich auch einer. Da sind sogar Leute beim Baden. Hier sieht man auch ein bisschen besser die Terrassen. Also hier ein Häuschen zu besitzen, das ist schon was Besonderes, würde ich mal sagen. Ist richtig ruhig, schön. Vorne gibt es auch noch mal also richtigen Sandstrand, wo man baden kann, zeige ich euch auch. Aber hier ist auch einer. Die Leute nutzen überall die Gelegenheit, bei den Temperaturen auch kein Wunder. So kann man hier die Treppchen runterlaufen. Ein paar schöne ruhige Stunden verbringen. Hier ist auch noch mal so ein Trainingsplatz. Da schauen die Geräte ein bisschen älter aus. Und hier geht es schon los. Die Hauptstraße durch den Ort, würde ich mal sagen. Hier fangen dann schon die Cafés an. Und dann geht das hier lang. Runter. Bis zum Strand. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Alles abgesperrt, eine Riesenbaustelle. Und die haben das richtig schön jetzt neu gemacht. Kann sich wirklich sehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Video gemacht habe von Playa San Juan. Müsste ich in meinem Archiv nachschauen, ob es von früher gibt. Aber ich meine nicht.
ich euch leider nicht zeigen, wie es vorher ausgeschaut hat. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig. Jetzt ist das richtig schön neu gemacht. Und das ist ja das, was zählt. Wenn ihr jetzt vorbeikommt, was euch erwartet. Und hier sind an der Seite immer so Stühle mit Sitzgelegenheit. Hier sind dann auch schöne Sitzgelegenheiten. Man abends an der Promenade schlendern kann, sich dann hinsetzen und dem Meeresrauschen zuhören. Das wäre dann der Ausblick, Anblick von den Bänken. Dieses Meeresrauschen. Ich werde nie satt davon. Das Hotel da drüben, seht ihr das, den roten Riesenklumpen aus der Ferne? Das ist, oh Gott, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, das Ritz-Carlton, glaube ich. Ein tolles Hotel, riesengroß. Hier sind so Cafés, aber jetzt in der Mittagshitze sind, glaube ich, alle am Strand. Die meisten haben noch nicht mal aufgemacht. Wir müssen erstmal die Sonne ein bisschen untergehen und die Temperaturen erträglicher werden, damit die Leute im Café sitzen und nicht am Strand liegen. Soll ich mal mit euch kurz da oben laufen? Ach, machen wir mal einen kurzen Blick. Kann nicht schaden. Ich laufe ja gerne bei Hitze, macht mir nichts. Gar nicht, ob sich der Anblick von oben lohnt, um die Arbeit jetzt hier hochzulaufen. Oder ob ich es euch auch hätte von unten zeigen können. Aber egal. Ach, da bei den Cafés, die sind noch nah genug am Strand, dass sich die Leute bis dahin bewegt haben. Schau, was sieht man jetzt hier vom Hafen? Bis ganz nach hinten laufe ich nicht. Ich würde dann doch zu viel, zu weit. Aber von hier oben kann ich euch mal einen kleinen Überblick. Da seht ihr schon mal den Strand. Das ist der Hafen mit seinen ganzen Bötchen. Genau, und die andere Seite sind wir ja jetzt auch gelaufen.
Ja, so sieht das aus. Dann zeige ich euch nochmal hier die ganze Strandgegend. Bisschen aus der Nähe. Auf Teneriffa gibt es viele so schöne kleine unscheinbare Örtchen, wo man seine Ruhe genießen kann. Auch mit tollen Wohnclub-Komplexen wie jetzt hinten, wo ich mit dem Video angefangen habe. Das sind wirklich wunderschöne Häuser mit toller Aussicht, total ruhig. Also, wer sich da ein Häuschen gönnt, hat definitiv nichts falsch gemacht. Und wenn man Lust auf Party, High Life hat, kann man ja noch immer sich dann Richtung Playa Las Americas, Los Cristianos und so bewegen. Anscheinend irgendwas, oder? Vorbereitung. Triathlon-Sprint. Ist anscheinend. Schaut es hier aus. Und hier kommt man jetzt zum Strand. Hier sieht man ein bisschen noch den Hafen aus der Nähe. Das ist ein schöner Schattenplatz. Solche Kleinigkeiten finde ich schön in Teneriffa. Und hier ist dann jetzt der Strand. Also hier geht's los. Ist anscheinend nicht mehr so viel los. Hier ist ein Strand und da drüben kommt dann der nächste bis da zum Schluss, das Bunte. Hier gibt es noch ein paar Cafés und ein schönes altes Häuschen. Ich lasse mich hier zu sehr ablenken. Und das war jetzt so unser kleiner Rundgang durch Playa San Juan. Ich hoffe, ihr fandet es schön, interessant. Ansonsten sehen wir uns in unserem nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!